So, hallo Roland, ich störe dich mal beim Arbeiten. Kannst du mir kurz erzählen, was du hier machst? Ja, hallo, ich bin Ronald aus Berlin. Ich bin hier beim Drupal 8 Code Sprint bei Compress in Hamburg. Und ich versuche gerade Drush, die Drupal-Befehlszeile, mit Drupal 8 zum Laufen zu kriegen. Ja, und nebenbei bin ich noch im Forum und im IRC und helfe Leuten, die so ein paar Fragen haben, mit Drupal 8 klarzukommen. Und wie läuft das? Also funktioniert Drush gut mit Drupal 8, oder? Es funktioniert. Ich habe das gerade ganz gut hingekriegt. Gibt noch so ein paar offene Baustellen, aber das gibt es ja bei Drupal 8 noch an verschiedenen Stellen. Aber ich bin guter Dinge, dass das bald richtig rund läuft. Und was machst du, wenn du feststellst, dass irgendwas nicht funktioniert? Also meldest du das irgendwo oder änderst du da was? Oder? Ja, es gibt für jedes Projekt natürlich eine Issue Queue, wo man das reinschreiben kann, wo man es vielleicht auch nachlesen kann. Andere Leute haben es vielleicht schon gelöst. Im IRC tauschen sich Leute darüber aus und meistens gibt es auch schon eine Lösung, die man dann schon mal ausprobieren kann. Ja. Und was bewegt dich, dazu zu kommen heute? Ich arbeite seit 4 Jahren mit Drupal und lebe davon und nutze Software, die andere Leute geschrieben haben und will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass wieder andere Leute damit arbeiten können und die Software ein kleines Stück besser machen. Deswegen bin ich heute hier. Okay. Und du bist berufstätig, also mit Drupal unterwegs und nutzt ausschließlich Drupal? Genau. Ich bin freiberuflich und arbeite seit 4, 5 Jahren ausschließlich mit Drupal und verdiene damit mein Geld. Okay. Als Entwickler oder als Sitebuilder oder ein bisschen von allen? Ein bisschen von allem, meistens als Sitebuilder oder als Architekt für Drupal-Projekte berate ich, coache und trainiere ich Leute, die mit Drupal Webseiten bauen. Ja, okay. Sehr schön. Ja, danke für das kurze Interview und viel Spaß und frohes Schaffen.